Steffen Lukas von Radio PSR. Jetzt wird das Ostpäckchen gepackt. Wir bedanken uns bei Ihrer Westverwandtschaft für die vielen Westpäckchen mit einem prall gefüllten Ostpäckchen. So das Versprechen. Und das heißt also, auch der Joghurt mit der Ecke kommt hier nicht rein. Das ist nämlich ein Westprodukt, auch wenn es das bei uns in der DDR in der Kaufhalle zu kaufen gibt. Bautzner Senf darf nicht fehlen. Natürlich dabei. Auch die Teigwaren aus Riesa. Elsterglanz, spendiert vom Uli. Damit poliert er heute noch sein Fahrrad. Ja. Eine Schachtel Karo. Will zwar keiner mehr haben im Westen, aber rein damit. Rittergutsgose. Das ist wirklich was Originales aus dem Osten. Gödiges Döllnitzer Rittergutsgose. Obergäriges Bier. Damit die im Westen auch mal ordentlich furzen. Das Sandmännchen kommt mit rein. Eierkuchenmehl dabei. Rote Grütze dabei. Echter Pulsnitzer Lebkuchen mit rein ins Päckchen für die Westverwandtschaft. Nudossi, russisch Brot, alles mit rein. Natürlich darf das gute Radeberger nicht fehlen. Eine Flasche zum Hixen oder wie wir sagen, zum Rülpsen, wenn es denn mal wieder sein muss, dass der Magen ein bisschen Luft braucht. So, was hast du hier? Selber geklöppelt. Guckt euch das an. Selber geklöppelt. Ich leg's mit rein. Brauner Spitze. Dann Rotkäppchen. Natürlich das Ostprodukt mit der Garantie, dass er auch ein bisschen dreht. Wir stecken Brausepulver mit rein. So, dass der Wessi sich mal ordentlich waschen kann. Ein Stückchen Kernseife aus der DDR. Was haben wir hier noch? Schokis, das ist auch was ganz Feines. Hallorenkugeln hatten wir doch auch. Ja, hier die Hallorenkugeln, guck mal. Schlagersüßtafel, die Hallorenkugeln. Ein Trabi, unbedingt den Trabi mit rein. Oh. Ta 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 ta, Rondo Melange. Und, was nicht fehlen darf, der Original Dresdner Christstollen. Wir wünschen beim Verzehr einen guten Appetit. Gepackt mit Herz aus dem Osten. Mit viel Liebe.